Und da sind wir auch bei YouTube live. Mein Gott, das geht hier Schlag auf Schlag. Ja. Jan, überall sind irgendwelche. Ich kann ja mal hier zeigen, was hier los ist. Ne? Ja. Hier sind wir gerade. Mitten auf der Baustelle. Leute, der letzte Stream, hallo liebe Community, der letzte Stream aus den alten Zeinhallen. Ein bisschen wehleidig bin ich schon. Mein Gott, was haben wir hier für, wie viele Streams wir hier gemacht haben. Ne? Chop Suey veröffentlicht. So viele Track-Feedback-Streams gehabt. Den 25-Stunden-Stream. Ja. Challenges, One-Syn-Challenges. Ah, Wahnsinn. Und heute ist es der letzte. Und dann gehen wir in die Pause. Und ganz ehrlich, ich kann euch noch nicht sagen, wann wir wieder da sind. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir erst irgendwie, keine Ahnung, in 3-4 Monaten zurück sind, sondern ich denke, es wird Januar oder Februar werden. Ja, und heute für diesen letzten Stream habe ich einen Ehrengast am Start. Der Dominik. Ehrengast oder Ehrengast? Ein Ehrengast. Und ein Irrengast. Ein Irren-Ehrengast. Ja, Irren-Ehrengast, genau. Ja. Wir beide haben jetzt seit fast 2,5 Jahren an einem Produkt gearbeitet. Genau. Ganz ehrlich, hättest du gewusst, wenn du gewusst hättest, dass es so viel Arbeit macht, hätten wir es trotzdem gemacht? Dann erst recht, ne? Dann erst recht, ja. Ja, dann wären wir ehrgeizig gewesen, ne? Ja, ich erinnere mich daran, das war bei der Masterclass im Westerwald, im tiefsten Corona-Winter 2020. Stimmt, ja. Ja. 2020, Frühjahr 2020. Frühjahr 2020 ja. Und da, ihr kennt ja vielleicht hier meine Vogelquartette. Ich schalte mal auf die, kannst du es hier hinlegen? Ja, tu es mal hier hinlegen. So. Genau, es gibt doch gerade einen YouTube, genau, okay, dann zeige ich das jetzt mal hier. So, zack. Ja. So, das ist ja das Vogelquartett, fliegende Edelsteine. Ja. So. Und ich erinnere mich noch, wie du mir das gezeigt hast. Ich dachte mir, geil, ey. Ihr kennt das ja bestimmt, ne? Und das ist ja faszinierend. Gerade die Welt der Vögel bietet sich ja wunderbar an, um so ein Vergleichsspiel zu machen. Gib mir mal ein paar Karten. Wir können ja mal eine Runde zocken. Ja, können wir eine Runde zocken. Weil der leichteste Vogel bei uns, ja, das Sommergoldhähnchen, wiegt 4 bis 7 Gramm, gerade mal so viel wie ein Bleistift. Ist dann das leichteste gewinnt oder das schwerste? Das kann man machen, wie man will. Der fetteste Vogel gewinnt. Gibt es fette Vögel? Also der schwerste Vogel bei uns ist die Großtrappe mit 18.000 Gramm. Der leichteste Vogel ist halt eben das Sommergoldhähnchen. Okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung. Ich sage einfach mal. So, jetzt zocken wir jetzt mal gegeneinander ein. Ich sage jetzt einfach mal. Vogelquartett. Ja. Und ich meine, das ist natürlich wenig. Fang mal an, ja. Höchstalter: 34. Oh, scheiße, da hast du gewonnen. Ich habe nur 7. Ja. Die Küstenseeschwalbe wird 34 Jahre alt. Okay. Okay. So spielt man das. Also das ist die Super-Trumpf-Variante. Jetzt bin ich halt nochmal dran, ne? Es gibt ja mehrere Spielvarianten. Ja, du bist nochmal dran. Ich mache nochmal Höchstalter, 30 Jahre. Scheiße, wieder gewonnen. 19 Jahre nur. Eier pro Boot 8 bis 12. Das ist doch viel, oder? Ist auch gewonnen. Ich habe nur 7 bis 12. Ja, guck mal, ich zock mich ab. Spannweite 70 bis 84. Tja, da habe ich gewonnen. Ach. 89 bis 113. Also ihr seht schon, das macht Spaß, so ein Super-Trumpf-Spiel zu machen. Gerade wenn man die Vögel kennt. Also wenn man sich gut mit Vögeln auskennt. Wenn du das ein paar Mal spielst, kennst du dich mit Vögeln aus. Dann kannst du wirklich, dann bist du im Wald und dann kannst du wirklich so, kannst du Leute beeindrucken. Sagst du, oh, das war eine Rohrdommel. Genau, und das Besondere damals war auch meine Idee, hinten einen QR-Code drauf zu machen. Dass man die dann hört. Genau, man kann die Stimme der Vögel damit zum Klingen bringen. Mhm. Naja, auf jeden Fall waren wir da bei diesem besagten Treffen im Westerwald, wo nichts möglich war. Und da hatten wir dann beim Abendessen die tollkühne Idee, das mit Synthesizern, das wäre doch mal geil. Ne? Weil es gibt ja so viele spannende Vintage-Synthesizer. Und dann, so war die Idee geboren. Und dann haben wir gesagt, das machen wir mal. Ich weiß noch, dann saßen wir bei mir am Küchentisch und haben die
spannendsten Synthesizer mal runtergeschrieben. Dann ging es noch bis 2-3 Uhr morgens oder so. Genau. Haben wir dann wirklich gesagt, komm, wir ziehen das durch. Welche Kategorien da sinnhaft wären, weil hier Brutpaare und Spannweite ist ja schlecht bei Synthesizern. Genau, ja, wir haben uns erstmal überlegt, welche Kategorien gibt es überhaupt. Und dann ist uns natürlich klar geworden, so hey, wenn wir so viele Synthesizer in einem Kartenspiel machen, hier ist es ja alles schön selbst gezeichnet, wie kriegen wir 56 Synthesizer alle in dem gleichen Duktus fotografiert? Ja. Das war so die erste Herausforderung. Ne? Und dann hatten wir ja einen Zeichner, den Gubi. Stefan Gubatz, genau. Der hat dann ein paar gezeichnet. Der hat so eine Taktrate gehabt von 1 pro Monat. Ja, das ist Wahnsinn. Also was das für eine Arbeit da drin steckt, das glaubt ihr gar nicht. Und dann hat es die Melli gemacht, ne? Genau, Melanie Kretzer aus Berlin, eine Freundin von der Natalia. Genau, die hat sich dann rangesetzt und so haben wir also genau, wirklich... Genau, wir haben hier auch eine Karte, sieht man, wer was gemacht hat, wer die Daten eruiert hat, wer was gemacht hat. 56 Synthesizer zeichnen lassen. Mhm. 56 Stück, ich finde, es sieht einfach so geil aus. Muss man hier ein bisschen auf den Chat achten. Ja. 26 Synthesizer zeichnen. Ich den Buchler her, ich will auch mal einen in die Kamera zeigen, dass die Leute hier sehen können, die Qualität. Ich zeig's auch mal hier rein. Das hoch elaborierte, also es ist unglaublich, wie gut die gezeichnet sind. Genau, die haben wir alle zeichnen lassen. Wir haben erstmal die 56 spannendsten, ikonischsten. Erstmal raussuchen, ne? Da waren noch welche bei, da habe ich noch nie von gehört. Das ist ja auch sortiert dem Alter nach. Also hier der EMS VCS 3, der ist von 1969. Kanntest du vorher den Yen Electronics SX1000? Ja, den kannte ich tatsächlich. Ja, ja. Hab ich noch nie gehört. Sicher. Oder den Paya Protoys 1? Nee, den kannte ich nicht. Na? Nein. 1978? Oder Minimoog, das war ja auch ganz legendär damals, weil man hat ja sonst immer riesige Synthesizer-Wände gebraucht und das war ja so das erste Mal, dass man ja mit so einer kleinen Kiste auf die Bühne gehen konnte. Hat ja schon The Doors, Jimi Hendrix, verwendet das Ding. 1970, kommt jetzt gerade wieder neu auf den Markt auch. 6.000 Euro kostet jetzt. Hast du mitbekommen? Model D. Ja. Wieder auf den Markt. Schon wieder. Und dann in 2 Jahren dann für 8.000. Ja, ja. Finde ich ziemlich frech. Naja, das wäre, wie wenn jetzt Roland eine neue 909 rausbringen würde für 4.000 Euro. Also wie gesagt, die sind erstmal alle chronologisch sortiert. Ach, das war übrigens mein Synthesizer, den ich als erstes hatte. Hier, das war mein First Synthesizer. Habe ich mir 1993 gekauft. Habe ich Zeitungen ausgetragen. Korg MS-20, dachte ich erst, der wäre kaputt, weil immer nur von einer Taste was rauskam, habe ich überhaupt nicht kapiert, dass der monophon war, also keine Polyphonie, wollte ich dann zurückschicken. Einfach ein tolles Teil auch. Und genau, die Synthesizer in dem Quartett, die sind jetzt chronologisch geordnet, also der älteste kommt zuerst. Ist der Minimoog. Der EMS ist tatsächlich noch älter, ist von 1969. Minimoog ist von 1970. Mhm. Und dann haben wir uns lange überlegt, was für Kategorien wären denn kompetitiv? Also was könnte man quantifizieren und wie könnte man das vergleichen? Und dann haben wir 10 Kategorien rausgefunden, die wir mal kurz vorstellen werden hier. Ich halte es auch hier nochmal in den Karte, den ARP 2600. Ist erstmal, wann wurde der Synthesizer das erste Mal produziert? Das Erstproduktionsjahr. Dann die Produktionsdauer. Das ist auch ganz interessant, wie lange manche Synthesizer produziert worden sind. Manche nur ein Jahr? Poly 6, das war ja ein Verkaufsschlager, das war der erste. Synthesizer, den sich auch der kleine Mann oder die kleine Frau leisten konnte. Mhm. Und manche sind auch ganz kurz, manche Firmen sind manche auch manche wirklich nur ein Jahr, ne? Pleite genau, gegangen, ja. Weil sie sich wir hatten eine gute Idee. Übernommen haben, sind viele Firmen pleite gegangen. Ja, genau, das war der Poly 6.
Welche Firma ist zum Beispiel pleite gegangen? Habe ich jetzt gerade nicht. Ja, das Coole ist ja, dass. Genau, weil vielleicht das ist zu jeder Karte noch weitere Informationen. Ja, vielleicht nennen wir erstmal die Kategorien noch weiter ja, vor. Okay. Das finde ich ganz spannend noch. Das ist ja auch einer meiner Lieblings-Synthesizer, Prophet 5. Da kann man das mal weiter dran erklären. Dann also die Produktionsdauer, wie lange ist er produziert worden? Der Prophet 5 hier ist zum Beispiel 7 Jahre produziert worden, von 1978 bis 1984. Ja. Also die erste wurde ja später nochmal aufgelegt, Rev 4. Dann die Polyphonie, das ist ganz spannend. Also wie viel Sounds kann man ja gleichzeitig spielen. Genau. Und das beim Prophet 5, wie der Name schon verrät, ist er fünffach polyphon. Ich habe jetzt auch den Demon Pentaphonic, das ist so ein Einjahrer. Ja. Der gab es ein Jahr lang und der hatte 5 Polyphonen. Ja. Also man hat ja da, wenn man da 2 Dreier-Akkorde spielt, dann gibt es schon einen Stimmenklau. Mhm. So nennt sich das, also die Polyphonie. Dann die Anzahl der Oszillatoren haben wir natürlich. Beim Prophet 5 sind das 2 Stück. Dann die Wellenform, was für Wellenformen hat er oder wie viele hat er. Die haben wir auch immer genau genannt, hier die Namen der Wellenformen. Genau, auch nochmal, genau, bei den Oszillatoren auch immer noch beigeschrieben, ob es ein DCO oder ein VCO ist. Genau, ein DCO. Das finde ich immer ganz interessant, weil. Und ob es ein Suboszillator ist. Genau. Für manche, die haben ja auch einfach einen Suboszillator. Genau. Das ist meistens eine Sinuswelle einfach. Ja. Dann die Anzahl der LFOs als Modulation. Genau, Anzahl der LFOs, dann die Filter, wie viel Filter hat er. Ja, genau, und wie viel, 24 dB, 12 dB. Und was für Filter er hat, was für eine Flankensteilheit und was für ein Typ von Filter. Dann natürlich die, wie viele Tasten er hat, genau. Die Klaviatur. Hier habe ich zum Beispiel einen, mit der könnte man oft gewinnen, 76 Tasten, das ist schon viel. Ist sehr, sehr viel. Ja. Dann die Features, also manche haben ja spannende Features, wie zum Beispiel, wo ist der CS80? Ja, hier habe ich zum Beispiel den Memory Moog, der hatte Glide, Pitch, Mod Knob, Arpeggiator, Unison und dann ist Punkt, 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 die weiteren Infos kriegt man dann nämlich im Web, wenn man den QR-Code scannt. Gehen wir mal den CS80. Ich muss erst suchen, Moment, CS80. Wo ist er? Ich tue CS80, der ist krass, den hole ich gleich nochmal raus. Das ist so das ist die Gewinnerkarte. Übrigens mit der Karte, mit der man am wirklich die schlechteste Karte ist die 303. Wo ist er denn, der CS80? Hä? Fehlt. Ist übersprungen, ne? Müsste ja ziemlich weit vorne kommen. Ich glaube, der war schon ziemlich alt. Ja, denn ich erkenne den auch. Ja, wie gesagt, das sind 56 Karten. Da ist er doch. Hier hast du ihn übersprungen. Ah, da. Ja. Genau, das ist der CS80. Riesentrümmer. Das ist halt eben hier, der hatte dieses Ribbon Control, genau, wo man mit dem Finger so drüber streichen konnte. Ribbon Control, also die Special Features der einzelnen Synthesizer, haben wir in der Kategorie aufgezählt. Wie viel Features haben die überhaupt und das hätte den Rahmen gesprengt. Man kann die anderen Features sich auf der Webpage anschauen, die extra dafür programmiert wurde. Und dann haben wir noch als letzte Kategorie die Anzahl der Sounds, die man speichern konnte, also Sound Memory. Das sind die Spielkarten. Man kann das in Super-Trumpf-Variante spielen. Quartett, das können wir ja gleich mal machen. Ja. Und ihr könnt ja auch hier oben anhand der Ziffern und Zahlen das in der beliebten Quartett-Variante spielen. Da seht ihr es. Genau, dass man halt eben immer Quartette, also ein Vierer-Set sammelt. Ne? Und dann kommen wir vielleicht nochmal erst kurz zu der Schachtel, bevor wir die digitale Ebene erklären. Ich wollte noch sagen, erklären. Ja, erzähl du. Du bist gerade so gut drin. Die Schachtel ist einfach ein wahres Kunstwerk geworden, muss man sagen. Hier, schaut euch das mal an. Wo wir die 56 Synthesizer hingepuzzelt haben, die Melanie Kretzer größtenteils und aber auch Stefan Kubatz gezeichnet haben. Und meine Frau, die liebe Natalia, Björn kennt sie auch, hat das dann in mühsamer Arbeit so gepuzzelt zu diesem Pattern. Sieht so cool aus. Sieht super cool aus, ne? Also die kamen ja heute, ganz genau heute pünktlich an.
Ich habe sie ausgepackt und ich war selber nochmal geflasht, wie geil sie aussehen. Übrigens ist alles nachhaltig produziert, oder? Alles nachhaltig produziert. Komplett in Deutschland, genau. Auch kein, Deutschland, kein Plastik, im sondern hier nochmal schön Papier drumherum. Genau, kein Plastik. Ja, richtig. Ja. So, und das, die andere große Besonderheit ist, das kann der Björn jetzt mal demonstrieren, haben wir ein Smartphone jetzt noch hier? Ja, also man kann den QR-Code einscannen. Und dann kommt man auf eine Seite und die zeige ich euch jetzt hier. Moment, muss ich kurz was auf der Seite machen. So. Ja. Zeige ich euch jetzt hier. Das ist der QR-Code, den kann man abscannen. Angenommen, ich scanne die Karte vom EDP Wesp. Ich mache das jetzt mal so, sieht man das so? Von dem hier. Dann kommt man auf folgende Seite. Dort ist sie. Dann sieht man nochmal alle Infos. Manchmal hatten wir auf der Karte keinen Platz, dann stehen hier noch erweiterte Informationen. Wir haben zu jedem Synth noch einen Text verfasst, so ein bisschen Story, was es über den Synth halt zu erzählen gab. Und ein Video, was wir bei YouTube gut fanden, welches den Synth erklärt, wo man den Synth hört, Demo, je nachdem. Ne? Leider war es uns nicht möglich, alle 56 Synthesizer selber abzusampeln. Das soll aber unser Ziel sein. Also irgendwann soll natürlich auf dem QR-Code selbst abgesampelte Sounds sein. Aber das ist noch eine Heidenarbeit. Ich glaube, dann wären wir nie fertig geworden, wenn wir uns das auch noch als Veröffentlichungsziel gesetzt hätten. Ne? Muss man einfach so sagen. Ja, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ja, genau. Und es war, also wir haben das vollkommen unterschätzt, so ein bisschen am Anfang, ja, da wird man die ganzen Informationen ja finden. Nee. Man sieht halt eben, das ist halt eben keine wissenschaftliche Arbeit, die irgend so ein Peer-Reveal-Verfahren durchlaufen, sondern das schreiben irgendwelche Hobby-Leute da auf Seiten Synthesizer-Museum oder VintageSynthesizer.com. Ja, wo man auch manchmal sieht, dass manche voneinander abschreiben und einfach völlig falsche Angaben machen. Genau, es war einfach unglaublich, wie viele Fehler da existieren im Internet. Und größtenteils haben wir dann, also Lukas und Waffer haben Faffi. Lukas und Faffi haben ja die ganze Vorarbeit geleistet. Daten aus dem Rabbit Hole. Also ja. Lukas sagte mir, nach irgendwas hat er gesucht, als wir noch sagten, Preis bei Veröffentlichung. Das haben wir ja wieder rausgenommen. Wo er nach 4 Stunden auf der Suche von einem Preis war, dann irgendwo eine eingescannte Quittung aus den 80ern gefunden hat. Hat er sich gedacht, so, Björn, was machen wir hier? Wir können das nicht weitermachen. Und also, das ist unglaublich. Ich habe das dann nochmal alles gecheckt und viele Informationen, die konnte man gar nicht so im Internet finden. Also ich habe dann wirklich mir die Anleitungen runtergeladen, die alten PDFs, und habe das dann studiert, wie viele Filter hat der überhaupt, wie viele Oszillatoren. Oder man guckte einfach mal auf den Synth und suchte irgendwie. Ja. Ja, sollen wir mal eine Runde spielen gerade? Ja, finde ich geil. Also das Ganze gibt es bei uns und auch beim Dominik im Shop. Genau. 19,90 Euro plus Versand. Ich glaube, das ist für sich selbst ein geiles Geschenk und auch für andere. Gönnt's euch. Seine, ich habe den Link rausgehauen. Und wie findet man deinen Shop? Ja, meinen Shop weiß ich immer noch. Ich traue mich gar nicht zu gucken, ob der online ist mittlerweile. Wie war der Link nochmal? Vogelbüro-eulberg.de. Immer noch nicht online. Ja, es ist zum Kotzen. Ja. Ne? Nicht da? Noch nicht da. Noch nicht da. Aber ihr könnt das Kartenspiel eben beim Dominik oder bei uns auf seinem. Könnt ihr bei mir im alten Shop kaufen auf dominik-eulberg.de. Zum gleichen Preis. Das ist hallo, katastrophal. Faffi. Die Firma hat es verkackt. Faffi ist da. Ja, die Katze ist endlich aus dem Sack. Ja, kannst du es wirklich. So, wir haben noch an keinem Produkt so lange gearbeitet wie an diesem. Also wirklich. Gut, man muss sagen, viel war ja auch einfach warten auf die Bilder. Ne? Ja, lass uns mal eine Runde zocken. So, man teilt das gleichermaßen auf. Das ersparen wir jetzt mal. Ich mache es einfach mal hier so grob. 50-50. Und ja, man muss die Synthesizer natürlich kennen, dann weiß man auch, was sind die besonderen Features von denen, genau. Um halt eben zu gewinnen. So, ja, ich kann bei dir gucken. Achso, du kannst bei mir gucken. Wer fängt denn an? Mir ist egal. Fang du ruhig an. Dann sage ich Features 8. Features 8, ich auch. Dann haben wir Stich. Okay, du hast zuerst Stich gesagt. Genau, wenn es Gleichstand ist. Stich, dann legen wir es jetzt in die Mitte. Ja, okay. Sicher? So. Du hast zuerst Stich gesagt, deswegen darfst du jetzt
Du hast das Vorwahlrecht. Sound Memory 64. Scheiße, 32 nur. Hast gewonnen. Meine. Schön wäre es, wenn man die Synths dann auch wirklich auf. Wieso machst du die da hin? Die macht man eigentlich hinten dran wieder. Ach, macht man die hinten dran? Sicher. Ach so, okay. Genau, und wenn man nur noch 3 Karten hat, dann darf man schwimmen, so heißt das. Dann darf man hin und her springen, okay. Um halt immer einen Vorteil zu haben. Guck. Jetzt bin ich wieder da natürlich, ne? Und zwar, Features 11. Nur 2. Wasp hat ja, nur 2. Ich hatte den Arp Rhodes Chroma. Ah ja. Krasses Teil, ne? Okay. Der ist... Ich kann auf Keys gehen. 74. Das sind viele Tasten. Ich habe nur 37. Ja. Die 37-Tastler, ne? Die 37-Tastler gibt's oft. Ja. 3 Oktaven plus das C nochmal. Ich hatte den DK Synergy. Kanntest du den vorher? Nein. Nein, ich auch. Never heard about it. Der hat 32 DCOs. Ach doch. Und ist er von 82. Dieses Ding, da ist das ja. 32 Oszillatoren von 82. Das ist schon verrückt. Aber gut, es waren DCOs. Das manche sind ja total verrückt, ja. Oh, der ist geil, den ich habe. In welcher Kategorie sticht der denn ganz gut? Ja, Production Period 9. 12. Oh! Ja, EMS Synthi 100 wurde 12 Jahre gebaut. Okay. Den finde ich übrigens sehr geil gezeichnet. Oh. So, wir machen genau. Es gewinnt ja eigentlich immer der höchste Wert, aber beim Produktionsalter, dann nehmen wir den ältesten. Genau. Gewinnt. Da habe ich 1971. Ja, na klar, ich habe 82. Ab 2600. Den Gleeman Pentaphonic, der wurde auch nur ein Jahr wurde der nur produziert. Ja, ich glaube, die Firma ist auch danach pleite gegangen. 3 Oszillatoren, LFO, 5 Features, aber 100 Sound Memories. Ah, das ist so ein schönes Nerd-Spiel, oder? Ja, also wirklich macht Bock. So, jetzt bin ich dran. Der guckt mir mal hier in die Karten. Ich guck dir nicht in die Karten. Ich bin kein Mofa. Sound Memory 100. Sound Memory 100. 19. Tja. Ich hatte den Korg Trident. Oh, das ist einer meiner Lieblings-Synths, die ich hier habe. So. Also wie gesagt, ihr kriegt mit der Zeit ein Gespür dafür, was sind so die Superlative, ne? Das ist natürlich scheiße hier. Production Periods 5. Also 5 Years of Production. 3. Jetzt muss ich den Oberheim OBXA abgeben. Ah, das ist einer meiner Lieblings-Synthesizer. Ja. Ist jetzt auch nochmal neu rausgekommen als OBX8, ne? Hast du das mitbekommen? Mhm. Erste Oberheim-Synthesizer seit 30 Jahren oder was ist das hier? Ja, ich will mir den OB6 als Modul holen, aber den gibt es momentan nicht. So 26 Wochen Lieferzeit. Echt? Den hätte ich mir gerne dieses Jahr zu Weihnachten gegönnt, aber als Desktop. Ich will ihn ohne Tasten haben. Ja. Ja. Das Ding habe ich auch noch nie von gehört hier. Naja. Aber sieht geil aus. Ja, bei manchen kriege ich hier wieder schlechte Laune, wenn ich die sehe, weil man da. Aha. Oh. Waveforms 9. 9 Waveforms. 6. Ja. Bist du den Tysco 110F? Ja, da ziehe ich dich locker ab. Waveforms 8193. Kurz, das ist eine Frage. Wie wurden die Synths gezeichnet und in welcher Größe? Die wurden. Hat die Melody. Per Hand auf Papier gezeichnet, oder digital? Die haben die digital gezeichnet. In welcher Größe? I don't know. Vielleicht schaut es ja zu, dann kannst du es jetzt ja beantworten. Hätten wir mal dazu schalten sollen. Aber auf jeden Fall digital. Auf jeden Fall digital, ja. Okay, was hattest du jetzt gesagt? 8193 Waveforms. Okay, nee, ich habe nur 5 Waveforms. Weil der hat 56 Waves mal 64 Wavetables mal 64 mal 64. Okay, der Wild of Wave ist einfach 9. Die Killerkarte für Waveforms, ne? Ja, genau. Ja, ich habe hier so eine. Deswegen heißt der ja Wave. Das ist so wie so ein Bube, so ein EEH-SSB-Banana. Oh. Der gute alte Banana.
Der ist doch in Bonn, glaube ich, hergestellt worden, ne? Ja, genau. Es gab ja in Bonn Synthesizer Studio Bonn damals. Da kommt der tatsächlich her. Ah ja. Also als ich angefangen habe zu studieren, gab es das noch. Ach krass. Synthesizer Studio Bonn, ja. Jetzt werde ich abgezogen vom Dominik. Es fing so gut an für mich. Polyphonie 8. Ich auch, sticht. Ach scheiße. Ja, jetzt hätte ich locker gewinnen können, aber jetzt ist er nicht was für die Ja. Ich glaube, damit fahre ich gut mit der, nein, Year of Manufacture 1972. Scheiße. Das der Arp Odyssey. 77, ja. Das Ding ist krass. Ja. Der Korg PS 3300 hat 144 analoge Oszillatoren. Ja. Alto jetzt. Belli. 153 Filter. Das Ding wurde 20 bis 50 Mal produziert. Kostet unglaublich viel. Ja. Kostet, was kostet der? 50.000, 60.000? Wahrscheinlich, oder? Wenn du überhaupt einen kriegst, Stefan, der Botzing den verkauft. Stefan hat einen, das weiß ich. Ja? Ja, ja. Okay. Das ist einer seiner Lieblings-Synthesizer. Die ersten Gagen im Korg PS. Hm? Nein, ich mache mir Spaß. Mit. So, ja, dann ist das jetzt mein Stapel, ne? Ja, doch, den kann ich auch. 1972. Hast gewonnen. Den EML Elektrocomp. Mhm. Oh, den Hammond. Den Hammond, 1974. Jetzt zieht er mich ab hier. 70er, weiß ich, sind immer recht alt. Oh, da sage ich auch 74. Bleib mal beim Jahr einfach. Ich glaube, da bin ich gerade auf einem guten Renner. Karten sind nicht gut genug. 78, bis bei den 80ern. Nee, die sind überhaupt nicht für mich. Das ist eine Arschlochkarte hier. Wirklich, das ist eine richtige Arschlochkarte. Da kann ich eventuell wieder mit dem Jahr, auch wenn es jetzt langweilig ist, ne? Das ist wie wenn man bei Street Fighter immer den gleichen Move gemacht hat. Weißt du das noch? Immer den, ne? So mit Dalsin. Ja, ja. 1975. Ja, das ist ja, weil es nicht gemischt ist, das ist jetzt ein bisschen langweilig hier. Ist ja egal. Ah ja, ich mache mal was anderes. Ich mache jetzt mal Keys 49. Ja, jetzt hättest du es mal machen können. Ich habe jetzt den Minimum nämlich gehabt. Mhm. Ach, guck mal. Ah ja. Keys. Nee, Moment, was nehmen wir denn da? Sechs Jahre produziert. Ha! Volle Granate abgezogen. 26 Jahre. 26 Jahre. Von 1969 bis 1994. Oh, jetzt kommt wieder dieser Krumer. Äh, 1978 hier auf meine Factory. 1978? Hm? 1977. Oh. Nee, das ist nicht. Polyphonie 61. Ja, keine Schnitte. Also viele. Arp Quadra. 61 Stimmen, das ist. Zeig mal. Ah, ja. Das kriegt manches Plugin nicht hin. Mhm. Also im Prinzip kannst du alle Tasten gleichzeitig drücken. Ja. Sound Memory 96. Null. Ja, das ist auch so ein Ding gewesen früher, ne? Moog Prodigy. Ja, ich hatte den LKE K22. Sieht nicht schön aus. So ein Synthesizer, wo sie das Handbuch auf die Oberfläche gedruckt haben. Sieht so aus. Waveforms 32. 32? Mhm, 32 Waveforms. Ich habe drei Waveforms noch. Ich habe Saw, Variable Pulse und Pulse Wide Modulation. Ja, aber da sieht man, bei Waveforms sind nicht alle. Wenn du dich entscheiden könntest, ob du den N-Sonic ESQ1 nimmst oder den Korg Poly 6, welchen würdest du nehmen? Also ich würde den N-Sonic nehmen. Ja? Ja. Also ein Freund von mir, der hat zwei Stück davon und die finde ich schon super geil, weil die so total die variablen Waveforms haben. Also da kriegt man Sounds mit hin, die wirklich unerhört sind, so ganz eigenständig sind. Und Korg Poly 6, der war halt eben damals sehr spannend, weil das ja so mit der erste erschwingliche polyphone Synthesizer war. Ich habe den auch mal gehabt, aber ich fand den ziemlich langweilig. Ich zeig's auch für die Instagram-Leute. Ja, N-Sonic.
Also ihr merkt, das ist das absolute Nerd-Game. Das meine ich jetzt. So. Waveforms. 128. Pff, nur 16. Was heißt nur 16? Auch viel. Aber da hast du einen digitalen, was Wavetable. Was hast du für einen? 4 DCOs, den Sequential Circuits Prophet VS. Ah ja, ein digitaler. Fand ich als Plugin immer scheiße. Ja, ich habe den auch mal gehabt. Ich habe den auch wieder rausgeschmissen. Ja. Als Plugin oder als Original? Nein, ich hatte den als Original. Weil du bist ja wirklich auch so ein Synth-Nerd, ne? Der viele Synths hat. Ja, ja, ja. Also ich hatte fast alle mal. Ja, ehrlich. Ja, ja, das heißt fast alle, aber ich hatte viele Synthesizer, aber ich finde, also entweder das funkt oder das funkt nicht. Mhm. Also mit manchen Synthesizern, die, wenn die ewig lang rumstehen, ich die nicht verwende, dann passt das einfach nicht zu mir. Ne? Bei diesen digitalen, also da hört es bei mir wirklich auf. Also bei dem Prophet VS, den hatte ich auch als Plugin und ich habe wirklich einen A-B-Vergleich gemacht und da habe ich keinen Unterschied gehört. Und da dachte ich mir, komm, das ist Quatsch. Mhm. Das hat ja nur Nachteile. Moog Source, das wäre so ein, den ich, der, den habe ich noch nie verstanden, weil der hat ja keine Drehregler, sondern nur so komische, hässliche Taster. Das ist so ein 80er-Sünde. Naja. Ja. Wurde auch nur 5 Jahre hergestellt, deswegen darf ich die Zahlen nicht. Aber er hat immerhin 7 Features. Ich habe 11 Features. Oh. Ich habe den Prophet T8. Na, das ist natürlich eine grandiose Kiste. Die Luxus-Version. Mit Pressure Mod und Polymod Section, das waren die besonderen Sachen von 1983. Achso, Daniel, wir haben hier noch Instagram also am Laufen, Prophet, da zeigen wir die Karten Prophet noch immer rein. T8, genau. Natürlich nachher. Wo sieht man die hier im Stream? Was sieht man überhaupt im Stream? Im Stream sieht man. Achso, das sieht man hier. Ja, genau. Wir können natürlich mal zu der Kamera rüberschalten. Da kann man die Karte dann immer noch schön hinlegen. Ja, guck mal, das seht ihr mal. Seht ihr mal im Stream jetzt, wie hübsch die gemalt sind. Ja. Ne? Das ist auch ein geiles Teil des Syrinx. Das ist ein niederländischer Synthesizer. Mit so ganz besondere Metallplättchen, die man mit den Fingern streichen kann. Und dann machen die zur Modulation. Sehr spannend. Okay, wer war? Ich war? Syrinx, da kann ich kurz, du hast gewonnen, kurz mal... Vogelfachwissen anwenden. Moog Sub 37 ist zum Beispiel nicht dabei, weil es kein Vintage-Synth ist. Genau. Vintage-Synthesizer, wir haben so die Grenze gezogen, so ich glaube, Waldorf Wave ist der neueste. Ja. Ja, also der war von 1993, den haben wir noch so kratz mit reingenommen, weil der einfach so besonders ist. Aber genau. Nee, der war deiner. Achso, war meine. Ja, okay. Ah, jetzt kommt ein spannender Synthesizer, der wirklich ganze Stils geprägt hat. Waveforms 32. Waveforms 32, ja, 48. Ein Casio HT6000. Ja, da hab ich Pech gehabt. Richtige Tischhupe von 87. Der DX7 war ja so ein Klassiker, der Casio. Digitalen Synthesizer. Ja. Okay. Aber witzig, Casio und Yamaha, beides so das gleiche Land, oder? Oder Japaner, ne? Ja. Ne? Ja, ja, Japaner haben unglaublich viel gemacht. Der DX7 ist natürlich einer der ersten FM-Synthesizer gewesen, genau. Wenn nicht sogar der erste. Ja, genau. Super schwer zu programmieren. Ja. Also damit einen eigenen Sound zu machen, so 8 Stunden, jetzt habe ich einen String. Aber hat seine Berechtigung, ganz eigenen. Gibt es da mittlerweile einen Programmer für? Hat man sowas entwickelt? Oder immer noch nicht? Ich finde DX7 eine gute Frage, wüsste ich jetzt nicht. Es gibt schon für einige, aber ja. Ne, keine Ahnung. I don't know. DX7 als Plugin ist der FM8. Gut umgesetzt. Von nicht als ist ein bisschen Erweiterung. Ja, genau. FM7, ja, ja. Also die haben quasi den DX7 genommen und dann aber in den FM8 so ein bisschen besser umgesetzt. Ja. Nicht besser umgesetzt, sondern, sag ich mal, handlicher. Besser zu bedienen. Aber es war das Konzept vom DX7. Okay, jetzt habe ich die Arschlochkarte. Die Roland TB303. Da kannst du nur mit verlieren. Mit etwas Glück, aber selbst da, ne? Das steht überall 01. Ich versuch's mal mit dem Jahr 81.
Da hast du gewonnen. Habe ich gewonnen. Ah, guck mal. Gegen den Matrix 12 hat er gewonnen. Weil wir haben bei der 303 wirklich ja nur 4 Jahre wurde das Ding hergestellt. Einfach Polyphonie, ein Oszillator, 2 Waveforms, keine Modulation. Ja, es war ja früher, es gab ja die 606, kam ja raus, der Trump-Computer, und das Ding war die Bassbegleitung dazu gedacht. Also für Alleinunterhalte auf Hochzeiten und so weiter. Und der hat, ja, also ich weiß es noch, damals, Anfang der 90er, hatte ich auch eine, da haben die 300-400 Mark gekostet, also D-Mark. Und jetzt kostet der 3.000-4.000. Nein, viel mehr, 8.000. Und 303? Klar, 303. Ja, ich habe jetzt nochmal bei Reverb geguckt, du kriegst für 3.000-4.000 eine, was aber gar keinen Sinn mehr macht, weil die Behringer-Dinger tatsächlich wirklich sehr, sehr gut klingen. Also ich würde mir keine Originale kaufen. Dafür wurde ja schon zu oft sehr gut geklont. Ja, wie gesagt, das Problem ist bei vielen Alten, die sind so anfällig. Ja, zum Beispiel der nächste, den ich hier habe, da kannst du was von erzählen, nämlich. Ja. Weil ich bin ja dran jetzt, ne? Ja, du bist ja dran. Der hat viele Features, aber ich gehe mal auf Keys. 61 Keys. Das ist relativ viel. Ja, bestimmt den Jupiter 8, ne? Genau. Ja, da weiß es ja schon mal. Der dann, Jupiter 8. Ja, Jupiter 8, genau, das ist auch ganz lustig. Ich will mich verklagen. Ja. So. Was kommt jetzt hier? Jetzt baut er hier ein Mikrofon auf. Genau. Oh, Vorsicht. Ich sag natürlich jetzt nicht so sehr. Wir haben heute den ganzen Tag gedreht. Ja. Und deswegen sind die Akkus, ja. Jetzt müsste Ton wieder da sein, deswegen sind die Akkus von unseren Funkstrecken einfach leer gewesen. Wir haben es nicht geschafft, die vernünftig
also so schnell wieder aufzuladen, weil wir natürlich auch gerade noch im Studio-Vlog sind und wir haben wirklich den ganzen Tag gedreht. Und wir gucken uns gleich auch noch eine Folge zusammen an, würde ich ja? sagen. Oh. Okay, wir spielen weiter. Ja, ich habe hier, wo war ich dran? Mhm. 72. 83. Den Music Easel hatte ich. Buckler. Gibt's auch wieder, oder? Gibt's wieder, ja, gibt's tatsächlich wieder. Das ist ja im Endeffekt nur dieses eine Modul, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, 3300, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Oder? Ich war noch nie so der Buckler-Fan, bin ich ehrlich. Ach, ich find's schon geil. Na, mir ist es zu trippy, zu. Ich konnte mit Buckler noch nicht viel anfangen. Also ich find die Sounds schon Hammer, weil das so unglaublich elaboriert ist, aber. Was ich gar nicht mag, ist mit so Kabeln, so Patch-Kabeln. Oh, ich bin ja Modular. Völlig ausgerastet. Ich mag das gar nicht. So ist jeder Jack anders, ne? Ja, so ein Ding als Euro. Aber kann man die Sounds denn speichern? Kann man noch nicht speichern, ne? Der hat sechs Sound-Harmonies. Kann man tatsächlich Sound speichern, krass. Der Buchler Esel ist auch nicht mit Kabeln, oder? Oder doch, der hat diese... Doch, der hat Patch-Kabel. Der hat diese, aber nicht Patch-Kabel, sondern diese Klammern. Diese nee, ich meine, der hat doch Klammern, aber auch Patchkabel. Oh, ich habe ein Haar. Okay, hab ich jetzt gewonnen oder du? Ich habe gewonnen. Ja. Okay. Was nehme ich hier? Kommen auch noch Poster dazu. Wenn gefragt, Johannes, du musst noch mal die Fragen vorlesen. Features 8. Sticht. Ob noch Poster kommen, Björn? Ja. Oh, interessant. Faffi sagt, der Buchler Esel war der bekannteste Synth, von dem es die wenigsten Infos gab. Fand ich mega erstaunlich. Ja. Da muss ich total recherchieren. Wir haben jetzt hier. Ob Poster kommen, Björn? Fragen. Poster kommen. Stich? Ah, du hast zuerst Stich gesagt. Poster kommen. Poster kommen. Alles. Wir haben noch viele Sachen vor mit diesen wunderbaren Tapeten, Bildchen. Bettwäsche, Unterhose, Strümpfe. Socken. Ja. Alles. Autos. Genau. Sound Memory Audi A8 Synthesizer Quartett 64. Ne? 64. Bei was jetzt? Sound Memory. Sound 50. Na, knapp daneben ist auch vorbei. Hey, jetzt wisst ihr ja schon, was ich nehme hier, ne? Beim Waldorf Wave ist klar, nämlich Waveforms. Guck, ob hier auch noch ein paar Fragen kommen. Ich weiß nicht, ich bin eher froh, dass das Gekabel und vorbei ist. No ideas what you're saying, but I love your music. Love from Colombia. Man muss mal wirklich sagen, es gibt natürlich auch andere Quartetts, aber in dieser hochwertigen Form mit so dicken Karten und so groß, mit so einer schönen Stülpschachtel, habe ich noch kein Quartett gesehen. Also es gibt ja zum Beispiel diese Diktator-Quartetts und so. Gibt es manchmal irgendwo bei Thalys an der Kasse oder so liegen. Die sind billo. Ja, also das ist die Sache ist, ihr müsst das mal... in der Hand halten, dann wird man erst der Wertigkeit bewusst. Das ist alles aus einer alten Manufaktur. Westerwälder Handarbeit. So, ich bin dran, oder was? Du bist dran. Sound Memory 128. Ja, null. Obwohl der Wesp echt geil war. Keys 37. Keys 74. Ja, was nehme ich denn hier? Versuchen wir mal mit. Dominik, legst Waveform du mal wieder 6. in Thüringen auf? Muna oder so? Ja, ich bin in Erfurt am 2. Februarwochenende. Ja, Jan Kern, sorry, ich bin, was Buchler angeht, wirklich nicht gut informiert, wenn ich da jetzt Quatsch geredet habe. Ist das richtig? Ja, was? Erfurt bin ich. Ach so, ich dachte... Ach so. Was hab ich denn überhaupt gesagt? Waveform 6. Waveform 6 machst du? Mhm. Aha. Ich mach Sex mit Waveforms. Naja. Das ist ja nichts Neues. Keys 61. Nee, Moment, ich habe ja Waveform 6 gesagt. Ach so, stimmt, Entschuldigung. Das war die Kategorie. Das hat mich jetzt so irritiert hier. 4. Gott, oh Gott, der macht mich wahnsinnig. Ne? Jetzt ist meine Gewinnerkarte. Oszillatoren 144. kannst essen. 144 Oszillatoren. 2 nur. Ja. Kommst du voraus? Ich bin nach Wien, weil ich muss mal Fragen beantworten. Ich bin in Wien am 17.12. Prater Sauna.
ihr liebe Community, schreibt doch mal eine 1 in die Kommentare, wenn euch das Synthesizer-Quartett gefällt. Und vielleicht kriege ich sogar hin, dass wir noch 2 verlosen. Wenn wir es schaffen, auf, sag ich mal, 60 Likes hier zu kommen beim Video, dann verlose ich 2 Synthesizer-Quartetts. Sound Memory 80. 200. Hast du das damals als Kind eigentlich auch schon gespielt, so Quartett? Natürlich, klar. Weißt du noch, wie viel Meilen pro Stunde so ein Schiff fahren konnte oder wie viel Granaten so ein Panzer aufnehmen konnte? Das muss man überlegen. Da hat man so kleinen 7-jährigen Kindern Panzerquartetts geschenkt, ne? Ja. Das wird man heute nicht mehr machen. Das stimmt, unglaublich. Panzerquartetts und Formel-1-Wagen. Formel-1-Wagen, Kampfjets, Schiffe, Kriegsschiffe. Große so Maschinen, Lastwagen und sowas. Genau, ja. Auch. Ja. Oh, da kommen viele Einser. Freut mich, dass es euch gefällt. Bitte? Ach, der Shop ist online von mir, dass das noch erleben darf. Ihr könnt jetzt auch das Quartett bei mir im Shop kaufen. Das überprüft doch mal, ob das hier stimmt. Wie ist URL? URL ist vogelbüro-eulberg.de. Ja. Was denn sonst? Da ist der Shop. Ach, guck mal hier, dass wir das noch erleben. Komm, wollen wir mal kurz drauf gehen auf der neuen Shop? Ja. Ja, ah ja, genau, das kann ich jetzt, genau. Hier ist der Shop, ist online, da könnt ihr das kaufen. Und auch dein großartiges Buch, deine Platten. Ah genau, hier kommen auch ein paar, bei mir kommen viele Tassen. Sachen. Du hast auch Tassen? Ja. Ach, die ist ja cool. Alle Tassen im Schrank. Westerwälder Olberg Tontasse. Postkarten. Tontassen, ja. Cool. Filme. Filme auch, ja, ja. Alles, einmal quer durch. Genau, hier kommen auch viele Fragen von Englisch sprechenden, Björn. Ja. Also, ja, this game is also playable in English. Because it is in English. Yeah, exactly. Everything is in English. The manual is in English, as you can see. All the categories, everything is in English, because it doesn't make sense to translate yes. waveforms, filters, keys in German. Ja, also es ist wirklich... So it's an international game. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir unsere Produkte deutschsprachig machen, aber bei dem Produkt war eigentlich klar, so hey, das machen wir in Englisch, weil ja. Wellenformen, Waveforms, versteht ja jeder, der sich mit Synths auskennt, versteht das ja, ne? So, haben wir genug gespielt oder was? Ja, würde ich sagen, oder? Wir haben es genug gespielt. Also, ihr könnt es kaufen bei Dominik im Shop. Frag doch mal die Leute. Ich will mal, die Leute sollen mal rein. Was ist euer Lieblings-Vintage-Synthesizer? Schreibt mir das mal. Schreibt uns das mal. Hier rein, da rein, da rein, da rein. Wir sind ja überall hier, gerade online gleichzeitig. Was schreiben sie? Warte mal, ich mach mal kurz unseren Bot an. Ich glaube gar nicht, wie chaotisch hier unsere alte Location mittlerweile ist, weil wir auch am Montag komplett umziehen. Morgen reiße ich hier komplett Internetrouter und alles raus. CS80 kommt da. CS80 Favorite sind. Was bei deinen Leuten hier? Du oder Oma? Was? Ach, die unterhalten sich auch teilweise. Ach, die unterhalten sich einfach. Ab 2600 kommt hier Lieblingssynth. Oh ja, der ist geil. There's some talking here between English and German. Tempus in Knifonium. Was denn dein Lieblings-Vintage-Synth? MS-20. OBXA. Ah. Ja. Warum? Hat einfach einen geilen Sound. Ich mag Oberheim-Sound. Dann ist ja der OBX8 für dich auch was. Ja, da gefällt mir die... ich habe gerne mehr Drehregler. Der hat mir ein paar zu viel Taster und ich habe ihn noch nicht gehört, aber er spricht mich von der Optik nicht an. Aber ist ja genau wie der OBXA. Ja, weißt du so das? Komisch, so beige irgendwie. Das ist so wurscht, wie der aussieht. Nee. Kannst du halt dunkel machen. Ziehst die Sonnenbrille auf, dann geht das. Ich habe ihn aber noch nicht gehört. Ich habe ihn. Ja, du hast ihn. Ja, und du bist happy? Ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Ist gestern gekommen. Okay. Ich habe meiner Mutter gesagt, die sollen unter den Weihnachtsbaum stellen. Ich mache jetzt mal hier den Bot an, damit wir 2 Quartetts verlosen können. Ah ja. Ja, das Quartett gibt es bei uns, wie gesagt, im Shop bei Dominik, 19,90 € plus Versand. Ja, checkt's aus.
Moog Prodigy und Yamaha CS5. Ja, den CX-8 finde ich auch ziemlich geil. Den was? Yamaha CX-8 finde ich auch noch ziemlich geil. Hm. Ich habe ja schon überlegt, ob ich mir Deckard Stream mal zulege. Ja, den habe ich. Der kostet 5.000-6.000. Ist der gut? Bist du happy mit dem? Also das ist überhaupt kein CS80-Klon. Also der CS80 meine ich, genau. Der wird ja als CS80-Klon gehandelt, aber ich finde, der klingt nicht so. Also man braucht ja wirklich den Ringmodulator, um den klassischen CS80-Sound hinzubekommen. Aber er ist ein sehr charaktervoller Synthesizer, der Deckard Stream. Also ich mag ihn, ich setze ihn auch oft ein für Pads oder so, weil der so einen sehr rührenden Sound hat. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und ich finde viele Sachen bei dem ziemlich doof, weil das Display, das ist so mini, mini, mini klein, da brauchst du eine Lupe, um dann mal was zu sehen zu können, um die Sounds abzuspeichern. Und was ich auch total dämlich finde, dass der monophon ist. Mhm. Genau, Mono ist nicht monophon, ach so, sondern Mono. Hat kein Stereoausgang, sondern Mono. Okay. Aber weißt du, was ich mache bei so Mono-Synthesizern als Trick? Nimm es erst links auf, tunst den dann rechts auf. Genau. Ja. Zweimal aufnehmen, einmal nach links, einmal nach rechts, das sind schönen breiten. Es funktioniert auch geil, wenn du einzelne Töne aufnimmst und so einen Akkord baust. Ja, genau. Monophonen Synths kannst du so richtig. Akkorde machen. Ja, genau. Und wenn du die dann noch im Stereofeld verteilst und so, macht das richtig Spaß. Genau. Ja. In Basston, nicht in Reverb und ach ja. Ja. So, wir machen jetzt das Gewinnspiel. Wir verlosen ein Synthesizer Quartett. Zwei Stück. Ihr schreibt Ausrufezeichen Synthet in den Chat. Synthet in den Chat. Und dann habt ihr die Möglichkeit, Synthesizer Quartett zu gewinnen. Und wer keins gewinnt, der geht in den Shop und kann sich eins kaufen. Wo ist das jetzt, das Gewinnspiel? Das ist hier bei YouTube. Hm. Ne? Genau. So, jetzt kommen hier schon die. Ne? Synthet richtig schreiben, bitte. Mit Synthet mit richtig mit schreiben. A. Guck mal, hier schon falsch geschrieben. Genau, machen wir das bei mir auch. Synthet richtig schreiben, dann könnt ihr auch was gewinnen hier. Schreiben Sie schon falsch. Nee, hat noch keiner richtig geschrieben, weil es ist ja Englisch. Ich habe ja gerade eben gesagt, es ist englischsprachig und im Englischen, es ist tatsächlich kein Schreibfehler. Schreibt mal Quartett mit einem T. Ja. Oder Quartett, oder wie spricht man es aus? Quartet. Quartet. Synthet. Ja, jetzt hat einer mal richtig hier. Chris drauf, Vetter drauf. Ich finde es wirklich toll, dass wir Synthet. Als Fein, wir sind ja eigentlich komplett digital unterwegs mit unseren Kursen und so, aber trotzdem mag ich es zwischendurch. Nur solche Produkte zu machen, das wäre mir zu stressig, bin ich ehrlich. Ich werde 3 Tage Muskelkater haben, weil ich diese 2-Euro-Paletten Synthesizer-Quartetts heute in den ersten Stock in den neuen Laden schleppen musste. Aber manchmal sowas zu machen, was man in der Hand hält, was eben mal weg ist von diesem ganzen Computerkram, macht mir einen Riesenspaß. Ist geil. Deswegen habe ich ja auch, das möchte ich dir mal kurz zeigen, bevor wir das Gewinnspiel auflösen, meine Flowcards gemacht. Warte. Ich tue mal den Bot beiseite. Flowcards. Das sind die Flowcards. Es geht um folgende Situation. Du bist am Produzieren. Ja. Und stellst deine Flowcards, stellst du so auf den Schreibtisch. Auch alles nachhaltig in Deutschland produziert. Nachhaltig in Deutschland produziert. Ja. Und dann ziehst du eine Karte. Klappst du wohl selber. Du bist am Produzieren und auf einmal kommst du ins Struggeln, weißt nicht mehr weiter, dann ziehst du eine Karte und dann gibt es auf dieser Karte einen Tipp. Delays. Ah, das ist eine gute Idee. Oder manche sind auch deutlich abstrakter, zum Beispiel Rekonstruktion. Und dann kannst du überlegen. Das ist nicht schlecht, ja. Und weißt du, was ich vorhabe mit dir? Jetzt kommt's. Martin Stimming und Robert Babitsch haben schon zugesagt, ich möchte diese Flowcards um verschiedene Decks erweitern. Dass wir zum Beispiel 36 Flowcards machen, die du schreibst. Das ist geil, ja, finde ich super. Und 36 mache ich Martin. Bock drauf. Ja. Und dann können wir dieses Deck zusätzlich verkaufen. Das hier ist extra so schön, so eine Verpackung, wo man es reinstellen kann, aus Pappe. Ohne Hose in den Wald gehen wäre das Erste. Ne? Es sollten vielleicht schon musikalische Tipps sein. Ne? Sind noch musikalisch. Verlasse deine Inspiration. Verlasse deinen Lebensgefährten. Sehr gerne. Schmeiße deinen teuersten Synthesizer aus dem Fenster. Nee, das finde ich super. Also so Kreativität. Bediene dich einer fremden Idee. Also was ich ja super finde, auch ich mache ja viel Filmmusik mittlerweile auch und wenn, selbst wenn ich keine Filmmusik mache, dann
lege ich mir trotzdem irgendeinen Film rein, in den Hintergrund. Das ist super, super inspirierend, wenn du so einen Film hast, wo du zu Musik machst. Ja, voll. Ja. Ja, also das ist das, das sind die Flowcards. Die haben wir vor 4-5 Wochen released. Genau. Das sind immer nochmal Leute, die hier einschalten. Wie gesagt, das Synthesizer-Quartett ist heute auf die Welt gekommen. Synthet gibt es in meinem Shop zu kaufen. Vogelbüro-olberg.de oder beim Björn im Sein. Wie heißt das? Sein-Shop? Nee, im Sein-Shop. Sein.de. Sein.de, ja. Studio Vlog. Jetzt gucken wir uns noch ein Video an, oder? Jetzt gucken wir uns noch die letzte Studio Vlog Folge an. Mhm. Genau. Genau, wir sind ja übrigens gerade in Köln im Sein Studio. Das letzte Mal heute. Das letzte Mal heute. In Köln. Letztes Mal. Jetzt bald im Bergischen Land. Das ist, also wir brauchen jetzt beide einen Kopfhörer. Ach so. Müsste eigentlich funktionieren. Moment. Aber hier ist ein Chaos. Das mag ich ja gar nicht. Ich bin überhaupt kein chaotischer Mensch. Ne? Aber dadurch, dass jetzt hier noch die Vermieterin angefangen hat, schon die ersten Räume wieder zu renovieren und so. Oh. Mensch. So. Kopfhörer? Ja. Da müsste hier unten einer sein. Guck mal. Kommt da irgendwo ein Kopfhörer an? Nö. Da? Nö. Was? Kopfhörer? Guck mal. Ach, da. Hier. Ja. Genau, das machen wir in jeder. Das ist ja ein Format, was jeden Donnerstag stattfindet. Normalerweise mit Torge im Nerd Talk. Und wir besprechen neue Produkte, wir gucken uns Plugins an, machen auch schon mal einen Track. Und aktuell läuft ja unser Vlog. Jede Woche eine neue Folge, immer samstags um 9 Uhr. Und wir begleiten den gesamten Studiobau. Und das finden viele sehr unterhaltsam. Das ist jetzt die Werbung. Wir gucken jetzt quasi auf YouTube ein YouTube-Video. Moment. Na, Screen. Ich gehe jetzt mal hier aus Instagram raus. Stelle ich das mal so hier hin. Kann man das so sehen? Ja. Und zwischendurch machen wir eine Pause und dann können wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Und ich erkläre der Community, gebe ich noch so ein paar Hintergrundinfos. Da siehst du. So, die Jungs sind schon fleißig. Ah, gut, Kamera, Peter. Ja, wir drehen da wirklich hochwertig. Da siehst du, wie groß der Raum ist, in dem wir das Studio bauen. Sieht man das so? Nee. War nicht gut, oder? Sehr unprofessionell. Also ein eigenes Intro. Ah, Chef bist du. Ich bin der Chef. Oh. Junge. Hier, Johannes, sieht man hier sowas? Die sollen auf YouTube gehen, ja. Geht doch. Schick deine Leute auf unseren YouTube-Chat. Ich glaube, das ist cooler. Die hören das ja auch nicht, das Video. Ah ja, stimmt. Ich will euch mal kurz erklären, was jetzt eigentlich passiert. Und zwar haben wir jetzt hier auf dem Boden quasi den Kranz, der ja aus Silomer besteht. Ich kann mal so ein Silomer. Das ist eben das Silomer. Das war ungefähr im September. Relativ teuer, das Zeug. Ja? Und da kann man auch nicht irgendein Silomer nehmen. Bist du eigentlich jemand, wir haben jetzt quasi berechnet, wie... Der sich so Sachen anguckt, mal einen Fernseher anmacht, mal ein YouTube-Video schaut oder so? Bitte? Bist du jemand, der sich auch mal... Du hast ja keinen Fernseher zu Hause. Nee, sich mal ein YouTube-Video anschaut oder so, mal eine Ruhe, sich 20, 30 Minuten hinsetzt, aber was guckt? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Also YouTube-Videos gucke ich mir schon. Immer, wenn ich mit dir spreche, bist du ja... Hast ja immer irgendwelche Projekte gerade am Laufen. Manchmal frage ich dich, wie schaffst du das eigentlich? Ja, ich habe immer Projekte, aber dazu muss man sagen, wir haben ja gerade mal 5-6 Stunden am Tag, wo wir überhaupt miteinander sprechen können. Ne? Ja. Weil unsere Biorhythmen ja völlig diametral sind. Also 14, 15 Uhr erreichen. Also, genau, wenn ich aufstehe, gehst du ja bald wieder ins Bett. Ja. Das ist ich bin um 22 Uhr heier. Wir haben wann? So 22 Uhr meistens. Ja, Alter. Ja, aber hab mal ein Kind.
Da gucken wir mal. Wie schwer wird die Gesamtkonstruktion dieses Studios? Und wir haben ungefähr 500 Kilo pro Laufmeter. Und das ist deshalb wichtig, weil dieses Silomär unterschiedliche Dichten hat. Nach dem Video, je nachdem, wie schwer das sich ist, den so Gewinner aus. Mehr drückt sich der Gewinner zusammen. Und wenn das aber zu leicht wäre, wird sich gar Silomär? Nicht zusammendrücken. Und das ist relativ wichtig. Normalerweise dübelt man diese Aluprofile ja einfach auf den Boden fest. Dann wird aber der Schall in die Wand reingehen, in den Boden rein, durch den Boden zum Nachbarn. Das haben wir so eben nicht. Das heißt also wirklich, dass das Studio komplett frei steht. Man muss sich das mal vorstellen. Rein theoretisch könnte man das einfach anpacken und wegtragen. Rein theoretisch. Das bringt wirklich einen riesen Aufwand bei dem Studio, weil wir das ja entkoppelt haben. Normalerweise, wenn du einen Trockenbau machst, ne, dann verbindest du dich ja an den Wänden und hängst die Decke ab und so. Und hier mussten wir wirklich das bauen. Und dann war das auch noch ziemlich groß. Und wir konnten auch nicht einfach gerade machen, weil wir noch so ein paar Säulen umbauen mussten. Da musst du ja aufpassen, dass die ganze Konstruktion nicht einfach umfällt. Wo ist das jetzt? Im Bergischen? Das ist im Bergischen, genau. In den Ort auch Schwierigkeiten. Nicht. Und zwar in Wiel gilt das Gleiche natürlich auch für Anschluss an die Wand oder Anschluss an die Decke. Wir dürfen nämlich nicht das Ständerwerk, was Thorsten und Andi jetzt hier schon gemacht haben, irgendwie an die Wand verdübeln oder an die Decke in das Studio. Ja, genau, wenn du jetzt zum Beispiel hier oben eine Verbindung machst mit dem Deckenträger, dann geht der Schall ja durch die Wand in den Deckenträger und dann durch die gesamte, durch den gesamten Laden. Das ist wirklich einfach komplett freistehen. Und das macht es relativ kompliziert, weil die Ständerwerke... Wir haben heute einen Soundcheck gemacht und tatsächlich, es kommt noch was raus, aber sehr wenig und das, obwohl wir noch keine Tür haben. Also sobald da mal eine Tür drin ist... Wie groß ist denn die Grundfläche von dem Studio? Ungefähr 45 Quadratmeter. Sieht viel größer aus da. Der Raum hat 85 Quadratmeter. Okay, ja. Und hinterher die Nettogröße vom Studio sind ungefähr sogar nur 40. Wahnsinn. Weil wir einen Flashmount reinbauen und so. Mit so einer Klemmzange, Schraubzwinge fixiert. Thorsten, bester Mann auf Baustelle, wirklich. Der wohnt jetzt da oder was? Der wohnt da bei Göttingen. Ja, der kommt immer für die ganze Woche runter. Pennt im Hotel, genau wie der Andi, und dann bauen die. Montage. Aber das war jetzt auch ein. Du findest ja momentan keine Handwerker. Ich bin seit 6 Monaten ohne Balkongeländer, weil der Metallbauer einfach das nicht hinkriegt. Hast du Elektriker? Hast du gute Elektriker? Elektriker haben wir da zum Glück den Hauselektriker gehabt. Der hat uns da was fertig gemacht. Und außerdem, wir drehen ja auch den Vlog. Ich wollte das mit Leuten machen, mit denen ich mich gut verstehe, die auch bereit sind, dann zwischendurch mal vor die Kamera zu gehen. Ja. Einfach Zufall, dass wir hier diese Träger haben. Wenn du die Träger nicht hast, musst du mit irgendwelchen Dachlatten oder sowas bauen. So, und wenn dann diese Gesamtkonstruktion steht, dann kommt auch erstmal nicht das Dach, sondern dann werden diese Hohlräume hier erstmal mit Steinwolle ausgefüllt. Und dann wird geplankt. Das heißt, wir fangen an, von innen die Gipskartonplatten draufzusetzen. Einmal rundum. Ja, wenn dann die Beplankung fertig ist, hier auf dieser Seite, hier außen beplanken wir natürlich auch, aber außen wird nur einfach beplankt. Innen wird dreimal beplankt. Also als ich gehört habe, was das für einen Aufwand macht, dieses Studio zu bauen, habe ich zwischendurch gedacht, vielleicht mache ich einen Rückzieher. Weil das ist erste UG und das ist eine Altbauhalle. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein bisschen Treppe hoch, sondern viel Treppe hoch. Und das ganze Material da reinzukriegen, also die Raumgröße, dreimal beplanken, das waren, glaube ich, so 180 USB-Platten, 200 20. Gipskartonplatten, Stahlträger und alles mögliche. Und das mussten wir alles nach oben bringen. Aber hast du das gemietet oder ist das dir die Halle? Das ist gemietet. Das ist gemietet, aber... Für einen sehr langen Zeitraum. Super. Ja. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Ja. Ne? Also du kannst ja, also Gewerbemietverträge kannst du ja über einen längeren Zeitraum machen. Da, wenn die dich kündigen, dann müssen die krasse Abfindungen bezahlen. Ja. Und wir haben... Darf man eigentlich hier rauchen? Ungern. Obwohl, weißt du was? Das darf man ja wohl hier. Ist ja das letzte ja, Mal das heute. Das sind ja Heatsticks hier. Das heißt, wenn... Das ist kein Problem. Obwohl, nein. Ehrlich gesagt, nein. Weil wir im YouTube-Livestream sind, möchte ich eigentlich ungern, dass wir rauchen, so wegen Vorbild und YouTube-Algorithmen. Kurt Krömer macht das doch auch. Ja, aber ich weiß nicht, wir sind immer kinderfreundlich. Okay, dann machen wir das. Bis oben hin, die Gipskartonplatten. Rauchen ist ungesund. Kommt eine zweite Schicht. Und die zweite Schicht ist aber nicht Gipskarton, sondern OSB. Wusstest du gar nicht, dass du rauchst. Komplett rum. Dann kommt nochmal eine dritte Schicht, wieder Gipskarton. Komplett rum. Und das frisst natürlich richtig Zeit. Wir denken aktuell, dass es 3 bis 4 Wochen dauert.
Das ist ja völliger Quatsch gewesen, 3 bis 4 Wochen. Ja. Also das ist im September, September, Oktober, November, Dezember, Januar. Also ich denke mal, das Studiobau wird insgesamt am Ende so ein halbes Jahr gedauert haben. Wir sind schon sehr, sehr weit. Wie gesagt, heute haben wir Soundcheck gemacht und der Boden ist jetzt drin. Also, nochmal, das hast du nur mit Steinwolle isoliert? Nein. Weil dieses Material, da kannte ich nicht, dieses... Silomer. Silomer? Ist Silomer. Das sowas wie Basotect? Nein. Das ist noch, also es geht jetzt noch gar nicht um den Akustikausbau. Ach, okay. Sondern rein um die Trockenbaukonstruktion. Da hatten wir quasi so einen Würfel da stehen und den haben wir dann mit Akustis aufgebaut. Okay. Hauptsächlich mit Helmholtz-Resonatoren. Ja. Weil ich mag das nicht, wenn du so normale Bassfallen hast, wo alles quasi poröse Oberflächen hat und ein Bett in Steinwolle, so sind ja viele Studios, dann verliert der Raum unglaublich an Klarheit. Hm. Dann gehst du rein, alles ist so dumpf und dann gehen die Höhen weg. Wir haben das gesamte Konzept eigentlich mit Helmholtz-Resonatoren gemacht, die natürlich gestimmt sind auf die entsprechenden Frequenzen. Krass. Und alles mit einem Akustiker. Wer die denn gebaut? Die haben wir alle selber gebaut, aber geplant von einem Akustiker, also wie groß die Löcher sind und so. Die habe ich dann fräsen lassen beim Kumpel und so. Das sehen wir auch alles noch im Vlog irgendwann mal. Kommt auch eine Folge, wo das dran ist, ja. Bis das Ding soweit steht. Jetzt sind wir die 5. Woche hier. Klar. Ist das nicht? Denkt man sich, mein Gott, warum habt ihr nicht einfach den Raum benutzt? Das geht nicht. Wir können nicht einfach diesen Raum zu einem Studio umbauen. Wir würden die Nachbarn stören. Das ist ja das, was viele denken. Die denken so, du baust ein Studio, du nimmst einen Raum und dann hängst du im Raum ein paar Absorber und so, ne? Und dann ist gut. Und in den meisten Home-Studios und so klappt das auch. So haben wir es im letzten Studio ja auch gemacht. Aber hier in dem Fall wollten wir es einmal richtig machen, sodass wir die Raumgröße wurde schon berechnet auf die Lautsprecher. Krass. Dass wir einfach eine perfekte Raumdimension haben. Ne? Von Deckenhöhe, ja, das passte halt einfach da rein. Ne? Wir konnten den genau da reinsetzen. Unser eigenes Büro stören. Aber ich habe wirklich zwischendurch mal gedacht, als wir noch in der Planungsphase waren und ich hier in dem Raum stand, dachte ich mir, mein Gott, ey, schade eigentlich. Wäre schon geil. Weil der Raum hat einen geilen Vibe und ja, so. Ja, wäre irgendwie ein cooles Feeling gewesen. Ja. Aber akustisch wäre es halt eine Katastrophe geworden. Das hätte nicht funktioniert. Der Raum hat nicht optimale Dimensionen. Wir hätten also hier so viel Aufwand, diesen Raum akustisch aufzuarbeiten. Und der Schall wird einfach pam, in die Wand reingehen. Jetzt wird der Schall irgendwann durch diese Wand nicht weiterkommen. Er kann nichts zum Vibrieren bringen, wo du merkst, du Leib und Seele dabei. Alles das, was hier rauskommt, wird dann spätestens von der Wand abgehalten. Dann haben wir diesen Raum ziemlich schallisoliert. Kann man also auch jemanden drin gefangen nehmen, längere Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie You gesehen habt. Der hat ja auch so einen Schallschutzraum. Das ist die Serienmörderfolge. Rauchen verbieten. Es gibt viele Dinge, die wir beachten müssen. Zum Beispiel Steckdosen. Normalerweise, wenn man Trockenbau hat, wird man jetzt einfach schon hier innerhalb dieser Trockenbauwand die Kabel verlegen oder so. Es gibt ein bisschen weiter. Wenn wir jetzt hier reinbohren, ist unsere ganze Arbeit für den Arsch. Aber das ist jetzt live, also von der Woche, oder was? Nee, das ist September. Die dann hinter den Akustik. Ach, September. Ja, wir haben... Das ist ja auch nur ein Fenster, das heißt, der Raum ist auch wirklich... Wir sind schon viel weiter. Dicht. Da muss man dann hinterher noch auf ein Klima aufpassen, da braucht man eine Klimaanlage. Ich trinke Wodka Lemm, Also noch sehr viel Arbeit. Was trinke ich denn? Warte. Ja. Wodka Lemm trinke ich. Schaut an, wie die nächsten Tage dieser... Ich trinke eine Mate, die ich bekommen habe, die nicht von Red Bull ist, muss man dazu sagen. Bei dem ganzen Projekt ist ja klar, das kann ich nicht alleine machen. Also ich bin handwerklich einfach nicht so. Ich habe es einfach handwerklich nicht so gut drauf. Sagen wir es ganz ehrlich. Ich muss mal kurz aufs Klo. Ich bin mehr so der Organisator, ja, der Mann im Hintergrund, der die Fäden in der Hand hält. Und da war natürlich klar, dass ich da gute Leute brauchen. Ne? Und Andi, den kenne ich jetzt schon. Hey, du hast schon 3-mal gesehen? Ja. Ey, cool. Sehr, sehr guter Freund von mir. Der Andi, das ist eine Maschine, ne? Guck mal, er hat ein Asset-Smiley auf dem Hinterkopf. Krass. Das ist einfach ein Allrounder, der weiß, wie man richtig arbeitet. Also der... Ist egal, was du denen gibst. Ob du dem jetzt so einen Presslufthammer gibst, ne? Dann ballert der dir 12 Stunden lang den Boden. Das ist ein Kumpel von mir, kenn ich seit 25 Jahren. Ne? Aus dem Bergischen Land. Nö, oder halt eben so eine Konstruktion da, ne? Sauerland. Der kennt da nichts. Und der macht auch alles immer sehr genau. Also der guckt ganz genau, passt das und dann macht das auch gerne nochmal, bis es richtig ist. Bombentyp einfach. Wenn der ein Kilo Mett hat, ist der glücklich, sag ich mal. So, dann das reicht schon, ne? Mit. Wir wollten mit. Achso, ja, ist ja mit.
Crystal Meth oder was? Ich will mit. Weißt du? Ich war den ganzen Tag unterwegs, so ein Gerüst holen, dreimal schon beim Baumarkt und dann hieß es, bring mal auf dem Rückweg Mett mit. Und dann war irgendwo in einem Baumarkt, war ein Bäcker, die hatten keine Mettbrötchen, habe ich gesagt, komm, hol ich geil 4 Frikadellbrötchen. Ne? Dasselbe, oder? Oh, hat er nicht angerührt. Dann, nein, dann ist er los, hat Mett geholt. Ja. Ey, wenn man Robin will, und ich haben dann noch die Frikadellenbrötchen gegessen. Wenn man Mett will, muss man Mett kriegen. Bekommen, aber Frikadell ist doch Mett. Wir stehen auf Großfleisch. Dann esse ich das. Lass dir schmecken. Ja. Und haben wir noch Thorsten auf der Baustelle. Und Thorsten hat sich ja... Der Met an. Ja, die Folge Corona heißt auch für eine Handvoll Met. Business aufgebaut, auch dieses Handwerksding, hauptsächlich Gartenlandschaftsbau. Bist du handwerklich begabt? Kannst du Handwerk? Kommt drauf an, was du unter Handwerk verstehst. Ja, so ganz normal, so Schreinern, Heimwerken. Heimwerken. Ja, also Musik meine, machen ist ja auch eine Form von Handwerk. Genau, also Regale und so weiter hänge ich schon selber auf bei mir. Okay. Sehr klar. Aber jetzt wirklich sowas bauen, komplett alleine mache ich nicht. Aber mit Holz arbeiten, das mag ich schon gerne. So Möbel aus Holz herstellen, das schon. Aber jetzt so eine Wand hier selber bauen, das würde ich mir nicht zutrauen. Nee. Auf gar keinen Fall. Nee. Also, ja, stell dir mal vor, wenn ich eine Silikontube aufmachen muss. Also ich mache gerne mit, aber die Verantwortung dafür übernehmen dann später, wenn es zusammenkracht, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? So, wir skippen mal ein bisschen. Hier gibt es nämlich den Teil, wo ich dann auch arbeiten muss. Ach, das will ich mir jetzt mal angucken. Man denkt, die Dinger, ne, die sind irgendwie atmen. Das bist du? Bin ich. Da hat das Ray Bock auf das Projekt haben, mit dem man auch mal Spaß machen kann, sich so ein bisschen zickeln kann, ist ja auch wichtig. Ne? Das wollen wir hier beendet. Ja, mal gucken, in drei Leute, und denkt dran, Synthesizer-Quartett. Gönnen. Ich hab ganz alte Socken. Hier. Ich brauch es einfach mal rein. Ja, ich muss Steinwolle bearbeiten. Das mache ich nicht einfach ohne Schutzanzug. Mach mal Video verwerfen. Mein Video verwerfen. Dann ist es weg. Du kannst es auch teilen, dann ist es für immer in deiner... Man denkt, die Dinger, ne? Dann die verwerfen. Sind irgendwie atmungsaktiv. So sehen die aus, ne? Sind die nicht. Du kannst dann damit ersticken. Die Dinger sind wirklich, wenn du die anhast, da kriegst du keine. Das ist das Ding, wenn du Steinwolle verarbeitest, musst du ja kalt duschen. Weil sich ja sonst die Poren öffnen gehen, die Steinwolle geht dann in deinen Körper rein. Und zerfrisst dich von innen. Ja, ja. In die Blutbahn. Aber kalt duschen ist für mich wirklich keine. Kannst du kalt duschen? Ich würde das gerne können. Und ich habe das auch mal so in der Challenge gemacht. Wer ein bisschen aufpasst. Steinwolle geht dann in deinen Körper rein. Sieht man ja schon, dass wir da im Studio sitzen. Ja. Im neuen, ne? Ja. Da siehst du die Helmholtz-Resonatoren. Ja. Hier in der Fläche über uns, da kommen die Diffusoren rein. Die sind bestellt. Und die Holzlatten, die man hier sieht, da wird hinterher der Stoff vorgespannt. Ja. Wo kriegst du den Stoff her? Hast du einen Akustikstoff? Natürlich Akustikstoff. Und was für welchen hast du da? Gibt es akustikstoff.de. Und der ist komplett schalldurchlässig. Wir haben jetzt aber kombiniert mit 130 oder 120 Gramm Molton. Weil wir komplett mit Weiß gearbeitet haben und der Akustikstoff durchsichtig ist. Und dann siehst du teilweise die Holzlatten. Und zusammen mit Molton funktioniert es am besten. Du kannst ihn auch doppelt nehmen, das ist aber sehr teuer, weil der Akustikstoff teuer ist. Also haben wir mit Molton kombiniert. Und das geht mit einer 130 Gramm, also mit so leichten Molton geht das. Hat uns der Akustiker auch gesagt, das kann man so machen. Aber deswegen sieht man viele Studios auch so mit Grautönen und so, weil der Akustikstoff dann eben nicht so durchsichtig ist. Aber ich wollte kein graues Studio haben. Silber. Gibt das silbernen Akustikstoff? Ja, aber das ist irgendwie nicht meins. Mein Studio wird komplett weiß, aber hinterher mit super viel Licht Spielereien. Okay. Ja. Und zerfrisst dich von innen. Ja, ja. In die Blutbahn. Aber kalt duschen ist für mich wirklich keine. Kannst du kalt duschen? Ich würde das gerne können. Und ich habe das auch mal zu einer Challenge gemacht. Aber ich kann nicht kalt duschen. Da stehe, es ist wie, als hätte ich eine Muskelblockade. Wie so ein Roboter, der programmiert ist, keine Menschen zu töten. Der will so schießen und geht einfach nicht. Und ich habe so eine. Geht nicht. Und in einen kalten Pool reinspringen auch noch nicht. Nee, kalt.
Das ist noch was anderes, da muss ich mich durch. Schubst dich mal rein. Mit einer Wasserrutsche geht's. Ja. Da brauch ich aber eine Hilfsmittel. So einfach kurz in die Wasserrutsche und dann kannst du nichts mehr dagegen tun. Dann kommst du einfach unten ins kalte Wasser an. Aber hast du dann auch so ein... Oder ja, bist du dann so ganz so... Tauchst du einfach auf und dann so mal aus. Ja. Und so schwimmst nicht. Dann so. Kein Problem. Gibt ja so Leute. Ja, okay, wir suchen einen Wasser. Gewinner raus. Ja. Gewinner 1 für Synthesizer Quartett. Ja. Pick Winner. DJ Mini Libra, du hast ein Synthesizer Quartett gewonnen, Nummer 1. Mach bitte einen Screenshot vom Chat, wo man sieht, dass du angemeldet bist. Schick dir dann info@zein.de, hau deine Adresse mit rein, kriegst du ein Synthesizer Quartett. Und Pineapple the Fruity Dude, auch du hast ein Synthesizer Quartett gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Screenshot machen an info@zein.de. Ich würde sagen, wir sind raus für heute. Wir hatten alle eine sehr harte Woche wegen dem Release und noch ganz vielen anderen Sachen. Wir wollen jetzt schön essen gehen und ich möchte mich von euch, liebe Community, verabschieden für dieses Jahr. Ich wünsche euch wirklich alle ganz viele gute, erholsame Tage an den Weihnachten. Ich wünsche euch einen geilen Rutsch ins neue Jahr. Lasst es ordentlich krachen und schaut auf sein.de vorbei. Nächste Woche beginnen unsere Holiday Deals. Da gibt es super viele tolle Angebote. Aber checkt auf jeden Fall auch das Synthesizer-Quartett. Entweder bei sign.de oder beim Dominik im Shop. Schaut es euch an. Guckt mal, ob das vielleicht für euch was ist. Oder als Geschenk für irgendeinen Nerd, den ihr kennt. Einen guten Freund, einen Synthesizer-Freund. Aber auch alte Musikkollegen oder so. Wenn man der Großvater, der schon gerne mal Jean-Michel Jarre gehört hat oder so. Ne? Ihr könnt so vielen Leuten damit eine Freude machen. Vintage-Synthesizer, die sind sehr alt. 50 Jahre alt. Ne? Ja, da kommt vielleicht bei vielen vielleicht älteren Leuten auch so einfach eine Erinnerung. Oder der Omi noch eine Freude mitmachen. Vielleicht hat der oder die in der Kindheit die gehabt. Ne? Ganz genau. Ja, liebe Community, ich werde es vermissen, die nächsten Wochen nicht zu streamen, aber dafür starten wir die neuen Streams in unserem neuen Studio. So lange sehen wir uns natürlich jeden Samstag in unserem Studio-Vlog. Da könnt ihr so ein bisschen verfolgen, wie es weitergeht. Morgen auch wieder, am Samstag eine neue Folge. Dominik, wo kann man dich als nächstes hören, wenn man dieses Jahr noch? Morgen bin ich in Würzburg im Alter Ego, neuer Club von den Leuten, die die Tanzinsel so auch machen. Mhm. Dann bin ich übermorgen in London im E1 live. Am Mittwoch bin ich in Karlsruhe an der Hochschule für Gestaltung, Biolab, da mache ich einen Vortrag, Biodiversitätsshow. Danach bin ich noch in Rockclub Luzern. Und dann Pratersauna Wien. Krass, das ist ein ordentliches Programm. Das ist ein gutes Programm. Tja, ist so. Ja, soll so sein, oder? Soll so sein. Soll so sein. Genau. Ja, euch wünsche ich auch noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch schon mal, eine besinnliche und glückliche Zeit. Genau, wir sehen uns im neuen Jahr wieder im neuen Studio. Sein, alles neu. Drückt uns die Daumen, dass alles gut klappt. Komme ich auch mal vorbei. Auf jeden Fall. Ist auch nicht so weit. Sind nur 60 Kilometer, habe ich ausgemessen. Ja, fast um die Ecke jetzt. Ne? Ja, komme ich mit dem Fahrrad das nächste Mal. Und wie Pfaffi gerade noch gesagt hat, checkt unseren Discord-Server. Discord-Server. Geiler Place für die Community. Könnt ihr chatten, könnt ihr euch über neue Produkte unterhalten und so weiter und so fort. Also ihr Lieben, bis im nächsten Jahr. Wir reißen Sign ab. Nächste Woche wird hier alles abgerissen. Bis bald. Ciao. Schöne Feiertage euch. Tschüss.